Es ist, ich habe das gestern ja schon erwähnt, dass ich diese Dr. Jekyll und Mr. Hyde Existenz führe. Einmal der Notenschreiber, ja, der, also ich komme eher vom Jazz her, von der improvisierten Musik, vom Free Jazz in meiner früheren Jugend. Und eigentlich hat mich mein erster Mentor Alexander von Schlippenbach, ein Free Jazz Pianist, mit 18 in den Hintern getreten und gesagt, hier, du musst Komposition studieren. Ja. Mir war auch klar, dass ich kein richtiger Pianist werde in meinem Leben, weil ich einfach sehr spät erst das erste Instrument aus der Nähe gesehen habe. Aber das sind, also dazu, mit der Beschäftigung mit Jazz und mit improvisierter Musik ist eine bestimmte Haltung zu Musik entstanden, die sich dann unwillkürlich auch ein bisschen fortgesetzt hat in der Arbeit als Komponist. Einen wunderschönen guten Morgen. Und ich werde hier sicher nicht am Klavier irgendwas herum improvisieren, aber ich kann darauf hinweisen, dass ich nach einer langen Pause, das waren 12, 13 Jahre, während denen ich überhaupt nicht öffentlich selber gespielt habe, sondern wirklich nur komponiert habe, dass ich danach dann doch wieder angefangen habe, auch mich aktiv mit improvisierter Musik zu befassen oder die zu praktizieren. Und die Erfahrungen als Komponist, die haben auch den Ansatz an Improvisation natürlich verändert. Genau wie umgekehrt die Erfahrungen aus der improvisierten Musik doch in die Komposition meiner Meinung nach einfließen. Obwohl bis auf jetzt das Stück gestern und noch ein anderes, es in den Kompositionen in der Regel keinen Raum für Improvisation gibt. Also ich schreibe da nicht hin, so, also Sie spielen jetzt hier irgendwie 30 Zeilen Noten und jetzt improvisieren Sie bitte. Denn das ist in der Regel fatal mit Orchestermusikern oder wie auch immer, die fangen dann an irgendwie zu üben, ne? Und weil sie glauben, improvisieren ist eben irgendwas spielen. Und genau das ist es eben nicht. Oder es ist halt in dem berühmten Satz, müssen wir schon wieder spielen, was wir wollen. Genau. Deswegen wird es also strikt verboten zu spielen, was man will, sondern es ist darauf zu achten, dass nur gespielt wird, was notwendig ist und möglichst nicht mehr. Ja, und ich wollte jetzt ein Klavierkonzert, das hat Markus ja schon identifiziert, anspielen, zumindest eine Aufnahme. Also das Ganze weiß ich nicht. Ich könnte mich natürlich zur Ruhe zurücklehnen und meinen Kater auskurieren. Das geht eine Dreiviertelstunde. Wenn ihr euch das antun wollt, können wir das auch ganz anhören. Ich komme auf dieses Stück, weil das so, das nimmt eine wichtige Position im Werkkatalog ein. es ist einmal das erste Stück, was sich konkret politisiert. Der Titel ist Entre deux Guerres, also auf Französisch zwischen zwei Kriegen. Der Titel ist nach dem Stück entstanden und drüber geschrieben worden. Morgen. weil ich festgestellt habe, also ich habe über 3 Jahre an diesem Stück gearbeitet, von 1996 bis 1999. Und ich habe festgestellt, dass ich während dieser Arbeit ständig von neuen Kriegsnachrichten umgeben war.
Das, wenn ihr euch ein bisschen an die Geschichte der letzten Jahre, des letzten Jahrhunderts erinnert, dass 96 bis 98, 99 so war, also zwischen zwei Jugoslawienkriegen, nicht? Der zweite war der erste Angriffskrieg, der wieder von deutschem Boden ausging, unter der Führung einer rot-grünen Regierung. Eine konservative Regierung hätte das niemals durchsetzen können, deswegen musste da mal so eine rot-grüne Regierung ran, damit wir Jugoslawien dann endgültig balkanisieren, wie wir inzwischen das Stichwort international ist, durften mit der NATO. Dann gab es diese Kosovo-Kriege, dann zwei Golfkriege haben und diese Massaker in Ruanda, da gab es großen Völkermord damals. Das war alles die ganze Zeit präsent während der Arbeit an diesem Stück und ist, ich habe bemerkt, das hinterlässt Spuren in der Musik. Und so bin ich auf diesen Titel gekommen. Ne? Das ist aber kein Stück, was jetzt von vornherein geplant war als politische Musik oder sowas. Und es beschreibt auch keine Kriegshandlung oder irgendetwas. Der Titel allerdings assoziiert beim Hörer meistens dann doch irgendeine Story. Es gibt keine Geschichte, die die Musik erzählt, aber es ist jedem erlaubt oder möglich, da auch Handlungen oder Geschichten drin zu erzählen. Also mir wurde auch schon häufig gesagt, meine Musik sei narrativ. Ich erzähle aber keine wirklichen Geschichten. Ich sehe auch keine Bilder dabei oder so. Also ich bin auch farbenblind, ich sehe keine Farben, auch nicht im richtigen Leben und erst recht nicht, wenn ich Akkorde höre. Und das ist der eine Aspekt von dieser speziellen Position dieses Stücks. Der andere ist, dass ich dort ganz explizit, also die Arbeitsweise ist so gewesen, dass ich von einer sehr groben, sehr, sehr vagen Struktur von einfach nur Dauern, extrem langer Dauern ausgegangen bin, die nach und nach in kleinere Abschnitte unterteilt wurden. Ich muss anders ansetzen. Also diese Dauern, das Erste, was dazugeordnet wurde, waren bestimmte Instrumentierungen. Ja, also das ist ein Klavierkonzert nicht mit Orchester, sondern Solo-Klavier und ein kleines Ensemble von 14 Musikern. Es ist mir peinlich, normalerweise rede ich etwas sinnvoller und flüssiger. Es wird sich wahrscheinlich langsam in diese Richtung entwickeln. sehr, sehr groben Zeitstrecken, die habe ich mir dann tatsächlich so in Streifen aus Papier zusammengeschnitten und die übereinander gelegt, hin und her geschoben und damit das erste grobe Raster für den Formverlauf dieses Stückes gewonnen. Und es gab eben nur eine Verbindung zu bestimmten Instrumentenkombinationen. Der nächste Schritt war, das alles wieder über den Haufen zu werfen, indem ich diese Strecken, die abgemessen wurden, also die eine bestimmte Zahlen durch eine Zahl ausgedrückte Information hergegeben haben, mit durch Zufallsoperationen ermittelten Faktoren multipliziert habe. Also vergrößert oder verkleinert, wie auch immer. Und so, diese ganze Struktur blieb während der ganzen Arbeit ständig unvorhersehbar in Bewegung. Ich wusste also bis zum letzten Notenstrich, Doppelstrich, eigentlich nicht, was dabei herauskommt. Und das genau war die Situation, die mich da interessiert hat. Die,
die jetzt, die nicht neu war, das ist auch bei anderen Stücken schon so gewesen, aber ich komme gleich auf den entscheidenden Unterschied. Dann habe ich langsam angefangen, diese Strukturen auszuarbeiten, bis ins Detail. Dann gab es also eine Art harmonisches System oder eigentlich eine Akkordfolge, die mit kleinen rhythmischen Modellen, die auf allen Tempi von sehr, sehr schnell bis extrem langsam verwendet werden. Das extrem Langsame ist dann eigentlich auch nur, ist es dann der Rhythmus, wie die einzelnen Abschnitte im Verlauf des Stückes aufeinander und gleichzeitig folgen. Also, ja, genau, und also es entsteht, das Stück ist rhythmisch sehr dicht. Es gibt viel quasi Repetitionen, die aber nie nur bap, sondern immer in diesen rhythmischen Modellen folgend passieren. Und zwar so ein kleines Modell ist ein kleiner Rhythmus, den man hört, ist verwandt zumindest mit dem Rhythmus der gesamten formalen Anlage. Ich weiß nicht, ob man versteht, was ich meine. Und mit diesen also es sind auch verschiedene Zeitschichtungen, also verschiedene Temposchichten übereinander, die gleichzeitig ablaufen. Das gesamte Material ist vom ersten Ton des Stückes an bis zum letzten vorhanden. Es ist immer alles da eigentlich. Man hört nicht immer alles, weil es ist dann wie ein Relief. Es gibt so Dinge, die im Vordergrund stehen oder dann im Hintergrund sind. Es werden wie Fenster, ist wie Fenster, die sich öffnen und man hört mal etwas mehr von dieser Struktur, die dann wieder verschwindet oder die in einen Dialog, will ich nicht sagen, oder kann ich vielleicht doch sagen, in einen Dialog mit einer anderen Struktur, in einen Kontrapunkt mit einer anderen Struktur gerät. Und das ist alles, wie die Dinge zusammentreffen, ist ganz konsequent durch Zufallsoperationen geordnet. Ich habe dann eine erste Partitur grob ausgearbeitet, wo im Grunde also nur völlig unspielbare Dinge drin standen. Und dann in weiteren, ich weiß nicht mehr wie viel, also ich habe diese Partitur dann mehrmals überschrieben, wenn man so möchte, ausinstrumentiert, wenn man so möchte, spielbar gemacht. Was auch wichtig ist, jedes Instrument im Ensemble ist eigentlich als Solist behandelt. Es gibt nicht nur den einen Solisten, Klavier und dann das Ensemble, sondern jedes Instrument agiert, jeder Instrumentalist agiert eigentlich wie ein improvisierender Musiker. Jetzt komme ich nämlich auf das Stichwort, der dem Verlauf des Stückes folgt, dem Stück zuhört und darauf Bezug nimmt, durch ein Material, was eigentlich niemals imitiert, aber trotzdem in den Dialog mit den anderen Stimmen gerät. Und da hatte ich das Gefühl auch, da ist es mir klar geworden, was ich hier eigentlich mache, ist so Improvisation in Zeitlupe auf dem Papier. Ich hab dieses formale Raster, diese Strukturen, die durch die Zufallsoperationen miteinander in Verbindung geraten irgendwie, und ich musste dann damit klarkommen, ja, das geht aber alles jetzt gar nicht zusammen. Ich musste dann irgendeine Lösung finden, wie würde ich das als Spieler, wie würde ich dieses Material als Spieler jetzt so komprimieren, dass es erstens funktioniert mit dem, was ich von den anderen Spielern höre, diese nicht totspiele, nicht überdecke, ja,
das Ganze muss ja irgendwie durchsichtig bleiben. Jetzt verliere ich den Faden, ich habe es geahnt. Vielleicht habe ich auch schon genug Verwirrendes erzählt, vielleicht hören wir da doch am besten einfach mal rein in das Stück. Ja. Das war überhaupt nicht verwirrend. Danke. Noch eine Frage, ja. Dafür ist ja dann, glaube ich, doch entscheidend, dass du diese Strukturen vorher entworfen hast. Weil es muss ja erstmal etwas da sein, auf das reagiert werden kann. Richtig, ja. Ne? Ja, ja. Sonst würde man ja mit einer Stimme beginnen, die zweite müsste sich zwangsläufig auf diese Ebene. Aber so hattest du schon mal eine Struktur. Ja, das ist gut, dass du das erwähnst, dass der normale Weg wäre eine Stimme und eine zweite Stimme dazu und so weiter. Und genau das habe ich da vermieden. Ich habe eben nicht eine Stimme gehabt, zu der ich dann eine andere dazu geschrieben habe, sondern ich habe die alle auf einmal gehabt, von Anfang an. Genau. Und ich habe auch ich habe nichts weggenommen. Es ist, wie gesagt, es ist das gesamte Material vom ersten Moment an immer da. Man hört nicht immer alles, weil es diese Fenster gibt, die auf und zu gehen. Da hast du dann eben doch Entscheidungen getroffen. Also, da habe ich dann Entscheidungen getroffen. Natürlich, weil es irgendwie praktizierbar gemacht werden musste. Ne? Also du hast praktisch das Material durch deine unterschiedlichen Formen, Ideen, Dauernideen, Strukturen, rhythmischen Modellen und so weiter, hast du dir geschaffen zunächst. So habe ich dich jetzt verstanden. Mhm. Und muss man sich das so vorstellen, dass es dann also in Skizzen vorlag oder das ganze Stück irgendwie? Ja, nach und nach in Einzelskizzen erstmal. Und wann hast du dann diese individuelle Entscheidung getroffen, dass dieses Instrument jetzt so reagiert, dass es in den Hintergrund tritt, dass es angepasst wird, wie du vorhin gesagt hast, spielbar gemacht wird? Das begann nach der Herstellung der ersten Partitur von dem Stück, die eben keine spielbare Partitur ist. Aber ich habe tatsächlich ich musste das auch erstmal irgendwie aufschreiben, ja, um selber zu kapieren, was passiert da jetzt überhaupt. Ne? Und es gibt zum Beispiel, ich war ganz überrascht, dass, es gab zwei Überraschungen. Es gab eine, die erste war, dass sich herausstellte, dass nach so ungefähr zwei Dritteln des Stückes eine lange Passage mit Klaviersolo da ist. Also als wäre es eine Solokadenz in einem normalen klassischen Solokonzert oder Instrument plus Orchesterkonzert. Und da hatte ich Skrupel, ne? weil das ja kein weder ein Sonaten- und Hauptsatzform oder also es war ja nicht als klassisches Klavierkonzert gedacht. Und dann passiert da sowas, was so aussieht oder sich so anfühlt, wie eben genau das. Und ich habe da ein bisschen gezögert, lasse ich das jetzt zu? Und natürlich habe ich mich dafür entschieden, ja, natürlich lasse ich es zu. Denn das ist aus der Musik selbst entstanden. Ich habe das ja nicht, ich habe ja nicht gesagt, hier kommt ein Solo, eine Solokadenz, sondern die ist aus dem Material von sich selbst heraus, aus sich selbst heraus entstanden. Das war das Entscheidende für mich. Und dann dachte ich, okay, gut. Solokadenz, da wird es dann ganz besonders wild und virtuos und so weiter. Da muss der Pianist mal so richtig rein. Ne? Das ist die ruhigste Stelle im Stück. Da passiert dann also plötzlich fast gar nichts. Ne? Ich finde das was ganz Wichtiges, was du da sagst, ne? Dass man vielleicht aus vermeintlich, ich übertreibe jetzt, das ist bei dir nicht der Fall, aber aus vermeintlich ideologischen Gründen vor etwas zurückschreckt, dessen Notwendigkeit man aber spürt intuitiv. Aha, und dann ist es nämlich ein Kampf. Kann es ein Kampf sein, sich dann doch dafür zu entscheiden? Mhm. Weil du hast jetzt gesagt, natürlich habe ich es gelassen. Nein, das ist ja eine harte, eine schwierige Entscheidung meistens. Ja, das meinte ich, genau. Also vielleicht habe ich das aber nicht so deutlich gesagt. Also das war ein Konflikt, ja, den ich dann mit mir selbst und mit dem Material, was entstanden war, lösen musste. Das hat mich gelehrt, auf das Material zu hören oder auf die Musik zu hören, wie sie eben
entstanden ist. Und also solche Prinzipien habe ich auch in vorherigen Stücken schon verwendet, also auf etwas weniger komplexe Art und Weise, aber ähnlich konsequent die Konsequenzen aus dem Material ziehend ist es zum Beispiel zu diesem Bratschenstück, was ihr gestern gehört habt, gekommen, wo es dann also mal 2 Minuten Stille gibt. Na, das ist natürlich ein Horror für die Interpretin, aber das war eine musikalische Notwendigkeit, deswegen ist es auch nicht gekürzt und nicht geändert. Na, das musste so sein. Inzwischen sage ich häufig, also ich komponiere nicht Musik, sondern ich stelle Umstände her, in denen Musik entstehen kann. Ja, finde ich ganz treffend, diese Bezeichnung. Ach so, ja, und ich hatte jetzt gesagt, ich hatte also eine Partitur dann mal schon ausgeschrieben mit all diesem unmöglichen Kram, was gar nicht geht. Und teilweise also nur mit Hinweisen, aus welchem Material hier die Details gestaltet werden. Und dann angefangen, immer alle Instrumente gleichzeitig, meinem Plan der Instrumentation folgend, natürlich also immer die dann für bestimmte Schichtungen verantwortlich waren oder daran beteiligt waren, zu arrangieren, wobei ich dann auf die Schwierigkeit stieß, dass durch diese Überlagerung der Strukturen, die eben bestimmten Instrumentationen zugeordnet waren, manchmal eben die Klarinette, wobei gar keine Klarinette dabei ist, was? Nee, also sagen wir mal, das Bariton-Saxophon an 3 Strukturen gleichzeitig mitzuwirken hatte. Ja? Aber der kann ja nicht 3-stimmig spielen. Also musste ich aus diesen, ich wollte aber auch keine der 3 Strukturen eliminieren aus der Bariton-Saxophon-Stimme. Also musste ich aus diesen 3 Elementen eine Linie machen, die ein Bariton, ein Melodieinstrument alleine spielen kann, die musikalisch Sinn ergibt und die ihren Beitrag zu diesen 3 gleichzeitig passierenden Strukturen leistet. Ein einstimmiger Kontrapunkt. Ja, so, genau. Du hast vorhin gesagt, dass das die Strukturen in Kontrapunkt zueinander. Ja, so, eben. Die Strukturen stehen in einem Kontrapunkt und der Kontrapunkt ist aber nicht so, es ist nicht darauf beschränkt, dass entgegengesetzte Linien gleichzeitig passieren, sondern die Linien ineinander sind auch noch verknotet, kontrapunktisch oder wie auch immer, ja. Also das ist, alles hat mit allem zu tun und nichts ist so wie das andere in dem Stück oder überhaupt in den meisten meiner Stücke, zumindest seither. Noch ein Wort zu dem, was du gerade gesagt hast, ja. Dass du das Gefühl hast, immer mehr das Gefühl hast, dass du sozusagen als Komponist Umstände herstellst, in denen Musik entstehen kann. So ungefähr ist es formuliert. Ja. Ich habe vor kurzem ein Interview gesehen mit Wolfgang Reben. Da hat er was Gutes gesagt, das ist genau das gleiche im Grunde. Hat er gesagt, er hat das Gefühl, es komponiert und er ist der Gärtner. Ja, das hat er früher auch schon mal gesagt. Ja, also das kannte das noch nicht. Ich fand es sehr gut. Also es komponiert, was auch immer das sei. Das ist schön beschrieben. Ja, genau. Letztes Mal, es gab so eine Interview, er hat gesagt, dass er ist ein Medium. Ja, das hat ja auch was dazu. Und dann hat er gesagt, ja, ich bin Komponist. Ich bin richtig Komponist. Und dann hat er gesagt,
ich glaube, ich bin der Letzte. Das war wirklich sehr... Ja, das ist aber, das ist natürlich kokett, ne? Weil das zielt auf diese... Ja. Auf die Diskussion der neuen Musik auf und so weiter. Ja. Aber ich glaube, das ist der Medium-Gedanke, weil ich glaube auch, dass Künstler eigentlich Medien sind. Aber bitte nicht in die esoterisch-mystische Richtung. Überhaupt nicht, null esoterisch, gar nicht esoterisch, sondern in diesem Sinne, wie du es, glaube ich, auch meinst. Ich finde jetzt das Stichwort Gärtner wunderbar, denn ich gestehe euch jetzt, was eigentlich... will ich gar keine Musik mehr machen. Vor 4 Jahren habe ich mit meinem damals 6-jährigen Sohn angefangen, einen kleinen Obstgarten auf 60 Quadratmeter anzulegen, nach Prinzipien der Permakultur. Das hat uns beide sehr fasziniert. Und wir waren sehr erfolgreich damit. Darf ich fragen, was Permakultur ist? Permakultur ist sozusagen die Antithese zur Monokultur. in der Landwirtschaft. Da geht es um die Kombination verschiedenster Pflanzen, so verschiedener Pflanzen wie möglich. Und vor allem das Wachsen lassen dessen, was im Boden schon vorhanden ist. Das ist auch diese Idee, dass Unkraut gejätet werden muss, weg muss. Und wie man früher mal sagte, ganz weit weg vom Ort, wo es gewachsen ist, ist ganz falsch, denn im Boden sind Keime und Samen von allem Möglichen und es wächst das, was der Boden gerade notwendig hat, was gerade gut ist für den Boden. Ja, es gibt in der Bodenqualität verschiedene Stadien, von der Wüste bis zum Wald. Ja, Wald ist das Fruchtbarste natürlich, weil der Wald ist in diesen verschiedenen Schichten. Ja, man hat den Wald auf jeder Ebene, in jeder Erdschicht durch die verschiedenen Tiefen, durch verschiedene Pflanzen, deren Wurzeln verschiedene Reichweiten in den Boden haben. Die Pflanzen, die vielleicht an der Oberfläche unscheinbar erscheinen oder wie Unkraut aussehen, keine essbaren Früchte tragen oder was auch immer, die können aber sehr wichtig für den Boden sein, weil sie tiefe Wurzeln haben und die Nährstoffe aus den Tiefen nach oben bringen und den Pflanzen, die kürzere Wurzeln haben, zur Verfügung stellen. Wenn die nicht mehr da sind, dann haben die da oben auch nichts. Ja? Und das geht im Wald dann auch überirdisch bis in die Baumkrone. Gibt es überall verschiedene Lebensbereiche, die wichtig für das fruchtbare Gemeinsame sind. Und das ist sehr faszinierend. Das ist also wie so eine Komposition auch, ein bisschen. Ne? Ja, du sprichst über dein Stück? Ja, also es gibt da einen Zusammenhang, natürlich. Ja. Ne? Also ich hätte nie gedacht, dass ich mal Gärtner werde, aber im Grunde will ich im Moment lieber Gärtner sein. Ich bin doch gerade aufs Land gezogen und werde, wenn ich jetzt dann wieder, wenn ich im Juni dann wieder dahin fahre, beginnen, das irgendwie urbar zu machen. Ja, das nur nebenbei, weil das Stichwort Gärtner fiel. Und jetzt spiele ich euch einfach mal was vor. Ja? Also ich würde mir wünschen, das ganz zu hören. Können wir gerne machen. Wenn es irgendwie in deinem Zeitplan unterzubringen ist. Ich habe keinen Zeitplan. Also wir von 10 bis 18 Uhr machen wir jetzt, was wir machen wollen und wo Interesse ist. Ja? Und wenn's Ausschnitt zu hören wäre blöd. Es ist tatsächlich so, also ich bin immer dafür, dass man ja. Musik ganz hört. Ja. Musik dauert eben nun einmal. Die Zeit muss man sich dann nehmen und sich drauf einlassen. Ja. Wenn es jemand zu viel ist, kann er dann ja Tomaten werfen oder so. Und ich habe das jetzt hier so vorbereitet, man könnte die Partitur auf der Leinwand versuchen mitzulesen, aber... Moment. Ich müsste gleich wieder kommen. Aber ich weiß nicht, ob man so viel erkennt. Ich finde es sehr gut, so mitzulesen. Man sieht die Strukturen, weißt du, das ist toll. Ja, okay, das heißt, ich muss hier sitzen bleiben und
Ach so, das sind dann ich wollte mich gerade mal nochmal nach draußen verziehen. Darf ich etwas fragen? Ja. Und warum ist Name auf Französisch? Das mag damit zusammenhängen, dass ich, als ich dieses Stück geschrieben habe, in Brüssel gelebt habe und eben den ganzen Tag Französisch gesprochen habe. Ich kann zum Titel noch Folgendes sagen. Entre deux guerres, mit Bindestrichen geschrieben, bezeichnet im französischen Sprachgebrauch die Periode zwischen Ersten und Zweiten Weltkrieg. Das ist hier aber nicht gemeint, sondern wie ich das schon eingangs erklärt habe. Das habe ich auch erst später bemerkt oder festgestellt, dass das so ein fester Begriff im Französischen ist. Da muss man eben differenzieren. Das ist, leider ist ja auch mit dem Zweiten Weltkrieg die ganze Scheiße längst nicht zu Ende. Und ja gut, okay, also ich versuche mal, ob meine Konzentrationsfähigkeit ausreicht, um da die Partitur jetzt mit. Ich habe jetzt noch nicht ausprobiert, wie laut das hier wird. So, und dann muss man noch erst. Oh, Entschuldigung. Das war nicht auf dem Anfang. Ist das zu laut, zu leise? Nein, das war klang sehr gut. Gut, dann machen wir es so. Thank you.
Thank you.
Ja, das war, also der Solist war Christoph Grund und der Rest waren auch ein Solistenensemble aus Mitgliedern des jetzt nicht mehr existierenden SWR-Sinfonieorchesters, was damals, glaube ich, sogar noch SWF hieß, 1999 war die Aufnahme. Das heißt, das sind zusammengewürfelte Leute. Ja, das sind... Haben sehr gut gespielt. Ja. Das hat... Ich kann ja da mal was... Hättest du gedacht, es wäre so Ensemble Modern gewesen? Also, es wirklich Ensemble Modern hat es nie gespielt. Ja. Contrechamp hat es vor ein paar Jahren gespielt. Das war auch sehr gut, ganz anders irgendwie. Ja. Also mit Stefan Wirth als Solist. Hat mich überrascht. das ist ja nur eine fixierte Partitur, aber es kann auch ganz anders ausgehen. Also nicht schlechter oder besser, sondern einfach, ja, war interessant. Nee, hier, das... Da habe ich wirklich mal traumhafte Arbeitsbedingungen gehabt mit den Musikern, weil ich, weil das Ensemble eben angewürfelt war, also von, ich kannte eigentlich jeden schon vorher. Und mit einigen bin ich schon damals gut befreundet gewesen und immer noch. Also ich habe fast mit jedem beteiligten Musiker mal 2 Tage verbracht und wir sind die Stimme genau durchgegangen, haben alles exakt besprochen, wie das gemeint ist und wie das sein soll. Ne? Und die waren also optimal vorbereitet vor der ersten Probe schon. Das war geil einfach. Und das hört man auch am Resultat, wenn etwas mal richtig gespielt wird.